Tattoo-Entfernung ist immer ein sehr komplexes Thema. Es wird seit vielen Jahren wird zunehmend mehr tätowiert. Und auf der anderen Seite war das immer eine sehr schwierige Behandlung, diese Tattoos wieder loszuwerden. Man muss dazu sagen, heute werden die meisten Tattoos eigentlich nur vorbereitet für ein Cover-up. Das heißt, wir machen einen Teil der Sitzungen, schwächen das ab und der Tätowierer entscheidet dann, wann er neu übertätowieren kann. Das macht natürlich die Behandlung leichter, weil wir oft mit Narben zu kämpfen haben oder Restfarben. Heute ist es so, es gibt verschiedene Techniken und das Neueste ist eigentlich der Pikosekundenlaser, der das Ganze revolutioniert hat, den wir als Erste eingesetzt haben und damit auch viel bessere Ergebnisse erreicht haben. Es war der erste Laser dieser Art in Europa und dadurch ist es natürlich viel angenehmer geworden. Es tut weniger weh bei der Entfernung und wir haben halt einen deutlich schnelleren Effekt und dadurch auch schnellere Ergebnisse. Der Pikosekundenlaser ist grundsätzlich einfach viel schneller. Das ist eigentlich der Unterschied. Er arbeitet deutlich schneller als ein herkömmlicher Laser. Und was er macht, er zersprengt nicht die Farbe im klassischen Sinne im Gewebe, sondern er zerstäubt die Farbpigmente. Das bedeutet natürlich, dass wir viel weniger Schäden in der Umgebung haben und dass sich auch die Schwellung deutlich weniger stark ausbildet und sich das Ganze viel schneller erholt. Diese kleinen Farbpigmente, die wir natürlich haben, der Farbstaub, der wird auch besser abgetragen an die Oberfläche und dadurch verschwindet das Tattoo schneller. Das sehen wir besonders bei grauen Tattoos, dass die viel schneller verschwinden und auch fast restlos entfernt werden können. Und der Pikosekundenlaser ist extrem teuer gewesen am Anfang. Mittlerweile ist die Technik noch mal ein bisschen verfeinert worden, aber das Physikalische, was dahinter steckt, ist natürlich eine Revolution gewesen vor einigen Jahren. Und heute kann man sogar noch kombinieren mit anderen Techniken, was wir dann auch anbieten, je nach Tattoo-Typ. Das wäre der eine Part. Und der zweite Punkt ist, wir können alle Farben behandeln, was früher nicht ging. Die Anzahl der Sitzungen ist sehr individuell, hängt wirklich ab von der Lokalisation, von der Farbe, Tiefe des Tattoos, ob es schon mehrfach gestochen worden ist, muss man dann wirklich im Einzelfall anschauen. Aber es braucht einige Sitzungen weniger als früher. Aber man muss sich darauf einstellen, dass es doch ein langwieriger Prozess ist. Also das Tattoo ist in der Regel schneller gemacht, als es wegkommt. Und das ist die Frage natürlich, ob ich so ein Cover-up machen möchte, dann bin ich natürlich schneller fertig. Von der Tattoo-Entfernung ist natürlich wichtig, dass ich nicht irgendwie zu fest gebräunt bin und dass das Tattoo natürlich nicht zu frisch ist. Das gibt es auch wieder. Es gibt immer wieder Anfragen. Gestern Tattoo gestochen, heute weglasern. Dann muss man immer erstmal das Tattoo anschauen, begutachten und besprechen, was man erreichen kann. Natürlich kann man dann auch frühzeitig schon behandeln, aber das muss man auch individuell entscheiden. Der Unterschied zwischen frischen und alten Tattoos bei der Entfernung ist natürlich, dass die alten Tattoos manchmal schon verblasst sind, auch Farbpigmente mehr an die Oberfläche gekommen sind. Ein frisches Tattoo ist dann noch viel kräftiger von der Farbe und da ist die Reaktion auch stärker. Es kann beides sein. Man kann jetzt nicht ganz explizit sagen, frische Tattoos gehen schneller weg oder alte. Es kommt wirklich ein bisschen darauf an, auch auf die Lokalisation. Permanent Make-up mit dem Pikosekundenlaser ist sicher eine interessante Option geworden. Es lohnt sich immer, wenn man nicht ganz hundertprozentig sicher ist, dass man einen Test macht. Gerade beim Permanent Make-up, es kann auch hier Farbumschläge geben. Und wir sind in der Nähe des Auges, muss das also gut schützen. Insofern ist es wichtig, einen erfahrenen Behandler zu haben. Wichtige Nebenwirkungen beim Entfernen von Tattoos ist eigentlich, es kann anschwellen, es kann auch mal eine Blasenbildung geben, wobei das mit dem Pikosekundenlaser viel weniger geworden ist. Und wir können grundsätzlich Infektionen setzen. Und auf der anderen Seite, was sehr wichtig ist, ist, wir haben auch eben leider oft noch Vernarbungen oder Depigmentierungen. Die sind heute durch die Kombination verschiedener Verfahren deutlich weniger geworden. Also was wir heute machen, ist eigentlich schon mit der ersten Behandlung auch die Narbenbehandlung einzuleiten, indem wir dann zum Beispiel mit dem Needling parallel arbeiten. Und
wenn es sonst mal Reaktionen gibt im Nachhinein, zum Beispiel das klassische Arschgeweih, wo die Haut einfach sehr dick ist am Rücken, da ist es schwierig, die Farbe komplett wegzubekommen. Das muss man aber im Vorfeld auch aufklären. Wenn man das weiß, geht man, glaube ich, auch ganz anders damit um. Wenn man ein Tattoo mal entfernt hat, kann man auf die gleiche Stelle natürlich gut wieder auch übertätowieren. Eben manchmal macht man auch ein Cover-up und beginnt relativ früh. Also wenn das alte Tattoo noch nicht ganz entfernt ist, sondern nur vielleicht 50%, das muss man halt mit dem jeweiligen Tätowierer besprechen. Und die Frage mit der Nachsorge eben, nach der Tattoo-Behandlung, nach der Entfernung des Tattoos, ist es wichtig, dass man eine Creme aufbringt, die applizieren wir hier schon in der Praxis dann mit einem Verband, dass natürlich zum einen etwas gekühlt wird und dann auch dieser Wundheilungseffekt unterstützt wird, dass für die ersten Tage, man sollte dann nicht da dran rumreiben, nicht zu viel Duschbad und so weiter und auch keine Sonnenexposition, das wäre wichtig in der ersten Woche danach.